Mir geht es halt darum, Ihnen zu zeigen, wie ausgehend von einer digitalisierten Hochschullehre, die ich vertrete, die ich auch habe, also ich komme aus dem Fach Anglistische Sprachwissenschaft und ich kann gewissen Stolz sagen, unser Fach ist vollständig digitalisiert. Wir könnten theoretisch ein reines Online-Studium machen, machen wir natürlich nicht. Aber wir haben alle Materialien digital im Internet und nun die Frage, was machen wir an der Hochschule selbst? Wie findet die Lehre heute dann statt? Und dazu zunächst mal die Frage, was ist überhaupt Digitalisierung aus dieser Sicht? Hier sehen Sie übrigens auf dieser Titelfolie, ganz links außen steht Frau Wintermantel, bekannte deutsche Bildungspolitikerin, die 2013 gesagt hat, Hochschulen, die sich der Digitalisierung nicht stellen, werden von der Bildfläche verschwinden. Das war ein ganz knallhartes Zitat. Ganz so schlimm wird es vielleicht nicht, aber wir können ja gerne darüber reden, was mit den Hochschulen passiert, wenn sie es eben nicht tun. Und dann sehen Sie zwei Studierende, die bei uns studieren. So sieht das heute aus. Sie sagt, das sind Fotos, die haben wir auf dem Korridor gemacht, die haben wir entdeckt. Da, wenn Sie ganz genau hingucken und unsere Videos kennen, dann sehen Sie, dass auf dem Handy ein Video ist, wo ich selbst drin vorkomme. Und so lernen die heute. Gut, was ist Digitalisierung? Ganz kurz nur aus meiner Sicht zusammengefasst. Sie können natürlich sagen, okay, Digitalisierung der Lehre als Ganzes. Wir digitalisieren die Lehre, damit kommen wir nicht weiter. Wir müssen es kleinteiliger sehen. Digitalisierung von Lehrveranstaltungen, da kommen wir schon eine Ebene runter und auch das reicht ja noch nicht. Wir müssen reingehen in die einzelnen Lerneinheiten. Was machen wir da genau? Brauchen wir erstmal Inhalte. Das sehen Sie in der Mitte. Da sehen Sie das politisch sehr wichtige Wort heute auch, OER, Open Educational Resources. Wir brauchen ja diese Materialien, mit denen wir die Inhalte darstellen. Wer macht die, wo kriegen wir die her? Wir haben sie selbst gemacht, wir nehmen aber auch Materialien von anderen. YouTube spielt eine wichtige Rolle, Lehrvideos, aber auch das hat Martin Lindner gesagt, das Lernen ist ja mehr als nur ein Video anschauen und nur mal im Unterricht zu sitzen. Dann haben Sie digitale Inhaltsvermittlungsstrategien, da ist der Computer als Lehrmeister hier mal abgebildet. Also auch das erfolgt ja digital. Und dann schließlich wieder die Studierende am Handy. Die Inhaltserschließung erfolgt auch digital. Das alles jetzt, ohne dass man irgendwo in einem Hörsaal sich befindet. Und dann haben Sie noch Begleitmaterialien. Und wenn Sie ganz genau hinschauen da unten, dann sehen Sie natürlich auch die sozialen Netzwerke, die eine ganz große Rolle bei uns spielen. Jede Lehrveranstaltung hat eine eigene Facebook-Gruppe, die wir hosten und eine zweite, die Studierenden hosten, wo ich nie drin bin. Also das wird parallel damit, diese Kultur entsteht parallel. Dann haben Sie natürlich auch PDF-Dokumente, Sie haben weitere Videos, also ein ganzes Arsenal von zusätzlichen Materialien, alles digital. Und die entscheidende Frage ist, wenn jemand so etwas hat, und wir haben so etwas, was machen Sie eigentlich jetzt an der Hochschule selbst? Ziel ist so etwas. Wenn wir von Digitalisierung sprechen, dann meinen wir das. Das ist das Ziel. Ja, schauen wir uns das mal an auf der Basis, vielleicht noch eins, die Fragen, die Sie sich jetzt stellen und die ganz viele stellen, die auch in der Politik, in den Hochschulen gestellt werden, ist die. Wo kriegen wir den Inhalt her? Machen wir es selbst? Wenn ja, wie machen wir das überhaupt? Also wir machen beides. Wir machen die Inhalte selbst und wir besorgen uns auch externe. Und wenn Sie fertigen Inhalt haben, digital, wo kommt der eigentlich hin? Gibt es da einen Server? Gibt es eine Plattform? In Bremen hat man jetzt beschlossen, in den Schulen WordPress einzusetzen als Server. Weil die Hochschulserver zum Beispiel, die sind ein bekannter deutscher YouTube-Pionier Jörn Novischach hat mal gesagt, die sehen aus wie ein Museum. Die Server, die in den Hochschulen sind, Ilias, Moodle und wie sie alle heißen, das ist Software aus dem 20. Jahrhundert. Das will überhaupt keiner benutzen. Ja, und dann, wenn Sie die Inhalte nutzen wollen, wie machen Sie dann? Und dann, wie machen Sie das? Und schließlich unten das Rechtemanagement, auch eine ganz wichtige Sache bei digitalen Inhalten. Das sind alles Dinge, die müssen gelöst werden, die werden zum Teil gelöst und sind in Bearbeitung. Jetzt die Frage, was machen wir nun, wenn wir den Inhalt digitalisiert haben? Schauen wir uns mal die klassische Lehre an. So sieht das ja aus. Zwei Phasen. Inhaltsvermittlung, klassisch im Hörsaal. Und danach Vertiefung, allein, selbstgesteuert, mal etwas einfach gesagt, die klassische Hausaufgabe. Die macht man zu Hause, in Lerngruppen. Außerhalb, Sie sehen hier dunkel die Weltkarte durchschimmern. Die macht man also irgendwo. Und hier unten, das sollten Sie auch beachten, diesen Zeitstrahl. Also die Inhaltsvermittlung erfolgt vor der Inhaltsvertiefung. Das ist die klassische Lehre. So, jetzt haben wir aber den Inhalt digital.
blau dargestellt. Den können wir ja schlecht jetzt im Hörsaal bringen. Es gibt Lehrende, das habe ich gesehen, die stehen dann neben einem YouTube-Video, wo sie selbst drauf erscheinen und gucken sich das alle zusammen mit ihren Studierenden. Absurd. Völlig absurd. Das kann man ja nicht machen. Man kann ja nicht das, was man digital hat, im Hörsaal präsentieren. Oder vielleicht eine Webseite durchklicken. Es gibt auch Lehrende, die machen das. Die klicken eine Webseite durch in ihrer Lehre. Nein, man muss es natürlich aus dem Hörsaal entfernen. Ganz klar. Das hat da nichts mehr zu suchen. Das ist jetzt für alle verfügbar, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Es ist zwar getaktet innerhalb der Lehre, aber im prinzipiell kann man immer ran an diese Materialien. Die große Frage ist, was macht man jetzt im Hörsaal? Wir können den Hörsaal abreißen, dann haben wir eine Art Online-Lehre. Das wollen wir aber nicht. Also sagen wir, wir schieben dieses Material hinein. Und schon haben Sie das, was oben steht, den Inverted Classroom. Inverted Classroom, manche sagen auch Flipped Classroom, die beiden Begriffe sind synonym. Ich verwende lieber den Begriff Inverted Classroom, weil es so viele Gegner der Digitalisierung gibt, dass die selbst solche Begriffe gegen einen verwenden und dann sagen, ausgeflippt. Deswegen ganz bewusst Inverted, ausgeinvertiert können die gar nicht sagen. Außerdem gibt es teilinvertierte Szenarien, teilgeflippte, das erlaubt die deutsche Sprache gar nicht. Also es sind für mich wichtige Dinge, den Gegnern der Digitalisierung nie auch irgendwie eine Fläche anzubieten, wo sie sagen, jetzt haben wir sie endlich am Klavierchen gepackt, diese blöden Digitalisierer. Aber der Flip Classroom ist eigentlich der schulische Begriff, da wird also nicht vieles gemacht dazwischen, da wird einfach werden diese Verhältnisse umgedreht. Inverted Classroom ist an den Hochschulen, da gibt es noch verschiedene Zwischenstufen, deswegen hat es eine gewisse Berechtigung. So, das ist jetzt der Inverted Classroom. Ich will Ihnen mal zeigen, wie das bei uns aussieht. Und das ist dieses Video, ich habe es jetzt nicht mit YouTube verbunden, sondern ich zeige Ihnen mal einfach dieses Video hier. Es hat keinen Ton, deswegen brauchen wir es hier nicht angucken. Das ist bei uns ein Hörsaal. 2013, ich hatte da die Studierenden mal gefragt, ohne dass ich gesagt hatte, wer von euch hat eigentlich ein digitales Endgerät dabei? Hebt die doch mal hoch. Jeder. Laptops und Smartphones, das können Sie auch auf YouTube sehen, dieses Video, das heißt From Sage on Stage to Guide on the Side. Und die Studierenden haben übrigens, das wird auch fürchterlich überschätzt aus meiner Sicht, die haben überhaupt keine Tablets. Die haben Smartphones und Laptops. Die Tablets, sagen Sie ganz klar, wir haben das gefragt, die haben ja keine vernünftige Tastatur. Da spielen die zu Hause mit. Aber diese Tablets in die Schule-Bewegung, die kann ich überhaupt nicht teilen. Hier sehen Sie den Anfang einer Lehrveranstaltung, 5 Minuten frontal, kurz die Lernziele erklärt und dann geht es ins Publikum. Und Sie sehen jetzt, im Publikum werden die Inhalte vertieft mit den Studierenden zusammen. Und hier sehen Sie auch einen ganz entscheidenden Nachteil dieser Geschichte. Das war 2013, ich komme überhaupt nicht rein in die Reihen. So, heute würden wir sagen, wir lassen diese Reihe frei, wir lassen die frei, wir lassen die nächste frei und so machen wir es jetzt, dann kommen wir wenigstens da durch. Mit wir meine ich auch studentische Tutoren, die ich einsetze und betreuen die Studierenden wirklich 90 Minuten lang. So machen wir es jetzt, die Hörsaalarchitektur können wir natürlich nicht ändern und hier der nächste Auftrag an die Hochschulen, an die Politik, sorgen Sie dafür, dass diese Architekturen verändert werden. Soweit erstmal, und zwar gibt es diese Projekte, Sie lachen, aber es gibt Projekte, hier habe ich welche, zunächst nochmal der Begriff Inverted Classroom, müssen wir nicht drauf eingehen. Smart Working nennt man das mittlerweile, die Fachhochschule Krems ist eine österreichische Fachhochschule, die ist hier sehr weit vorn, und in Deutschland die Hochschule Coburg, die ab 2017 die ersten Hörsäle so ausstatten, dass sie nicht mehr Sitzreihen haben, sondern Lerninseln. Und dann kann man nämlich viel besser kommunizieren in dieser Vertiefungsphase, in der ja nun nicht mehr frontal unterrichtet wird, sondern in der auf Augenhöhe mit den Studierenden gearbeitet, die Inhalte vertieft werden und eben sehr viel Kommunikation stattfindet. Diese Art der Lehre, die ich flächendeckend durchführe, die ist sehr, sehr erschöpfend. Also ich bin immer physikalisch richtig fertig hinterher. Weil nämlich jetzt jeder eine Frage stellt, ich rede bei 200 Studierenden im Schnitt mit 50, 60 Studierenden persönlich. Ja, Speed Dating, ganz genau, sehr guter Begriff. Und jeder hat auch eine andere Frage, da werden Fragen gestellt. Gestern hat der Kollege Küster da im Unterricht Folgendes gesagt, können Sie das bestätigen? Dann werde ich Dinge gefragt, die ich eigentlich gar nicht wissen kann und muss irgendwie sehen, dass ich den Studierenden helfe. Also eine
Kommunikationsform, die wirklich an die Substanz geht. Man muss auch auf Augenhöhe gehen, das heißt, man muss runtergehen. Kniebeuge ist angesagt in der Präsenzphase. Und hinterher ist man fertig, aber, und das ist der Mehrwert, die Lehrzufriedenheit, die ist gigantisch. Ich habe eine Lehrzufriedenheit, wie ich sie vorher nie hatte, weil ich jetzt merke, wie die einzelnen Studierenden Fortschritte machen, wie ich ihnen helfen kann. Und das ist für mich der Mehrwert, auf die Mehrwerte komme ich gleich noch zu sprechen. Wir wollen jetzt mal schauen, das ist jetzt das Basisformat. Ich habe also mein Credo ist, wenn Sie digitalisieren, können Sie ja gar nicht anders als ein Inverted Classroom mit verschiedenen Ausprägungen darzustellen. Deswegen gucken wir uns den mal an, wie wir den jetzt verändern können, um jetzt wirklich noch Vorteile zu schaffen in der Lehre. Also hier nochmal das Basisformat. Links die Phase 1, Inhaltsvermittlung, Inhaltsvertiefung. Das sehen wir, bei uns ist das Modell noch so, dass wir hier in diesen Bereichen noch Tests einführen, um sicherzustellen, dass die Studierenden auch die digitalen Szenarien durchdrungen haben, bevor sie in die Präsenzphase kommen. Das nennen wir Mastery-Tests, Mastery-Learning. Deswegen nennen wir das Modell in der Klasse Mastery-Model. Dann haben sie die Inhaltsvertiefungsphase, die graue, die findet im Förder statt. Und dann haben sie so ein paar Eckdaten, die wichtig sind für die Hochschullehre allgemein und die auch Konsequenzen nach sich ziehen für das, was man an der Hochschule so treibt. Das werden Sie gleich sehen. Ich werde mal ein bisschen an diesen in eckigen Klammern stehenden Parametern drehen. Schauen wir uns mal, ändern wir mal den Parameter Zielgruppe. Die deutschen Hochschulen haben ein Riesenproblem. Sie bedienen in ihren Lehrveranstaltungen studiengangsübergreifend die Studierenden. Da sitzen BA-Studierende, Lehramtsstudierende, manchmal auch noch Masterstudierende im gleichen Kurs, kriegen die gleichen Inhalte. Man kriegt lapidar gesagt, ja, wir haben ja nicht das Personal, um die zu differenzieren. Und müssen auch noch verschiedene ECTS erwerben. So, Sie können das durch die Zielgruppen, jetzt passen Sie auf, was links passiert. Wir haben jetzt zwei digitale Szenarien. Das eine ist für die Lehramtsstudierende, das andere ist für die BA-Studierenden. Die kriegen leicht unterschiedliche Inhalte, im Extremfall sogar zwei völlig verschiedene Kurse. Und in der Präsenzphase führen wir sie zusammen und sagen, die BE-Studierenden sitzen hier, die Lehramtsstudierenden sitzen da, beide haben unterschiedliches Übungsmaterial, wir laufen sowieso durch die Reihen. Der Einzige, der gefordert wird, ist der Lehrende, und zwar massiv. Aber dafür sind wir da. Ich bin mit Herzblut Lehrender, also ist das meine Aufgabe, das zu bewerkstelligen. Wir nennen das 2-1-Konzept und führen das seit 2006 durch, haben eine totale Trennung zwischen BA und Lehramt, was die Inhalte anbelangt. Es gibt Kurse, wo man auch sagt, da sollen die ruhig mal zusammen sein, Sozialisationsformen, aber im Generellen können wir das trennen. Jetzt drehen wir mal an den Punkt Taktung. Ist ja so, Lehrveranstaltungen laufen ja im Prinzip Woche für Woche in der Taktung. Sie haben immer Dienstag 16 Uhr Grundlagen der Anatomie oder was auch immer Sie haben. Und innerhalb dieser Zeit können Sie natürlich jetzt in der digitalen Welt beliebig mit den Lerneinheiten arbeiten. Ein Mitarbeiter von mir sagte mir vor 3-4 Monaten, warum heben wir das eigentlich nicht mal auf? Wir reden immer von der zeitlich und örtlich unabhängigen Lehre und machen es gar nicht. Nie hat es einer gemacht. Und wir haben gesagt, wir heben das mal auf. Das Resultat ist der sogenannte Flock. Und hier habe ich mir mal erlaubt, mal einen Begriff zu erfinden. Ich denke, wir Deutschen sollten auch mal was erfinden und nicht immer alles aus den USA übernehmen, MOOC, was da alles kommt. Nein, das ist der flexible On-Campus-Kurs. Der Flock. Studierende können jetzt Folgendes machen. Sie können sagen, ich gehe den Kurs im 3-Tages-Rhythmus durch, im 5-Tages-Rhythmus oder im 7-Tages-Rhythmus. Was ist die Konsequenz? Die Konsequenz ist, dass Sie verschiedene Endklausurtermine haben. Im 7-Tages-Rhythmus, jetzt im Wintersemester, Februar. Da, wo alle ihre Klausuren schreiben. Im 5-Tages-Rhythmus im Januar schon. Entzerrung der Klausuren, das ist der entscheidende Gewinn für die Studierenden. Und im 3-Tages-Rhythmus sogar im Dezember. Wir haben jetzt den ersten Kurs eingerichtet. Die Studierenden wählen gerade ihr Tempo. Sie können das auch noch verändern, bis dann die endgültige Prüfungsanmeldung erfolgt. Die Tendenz geht zum 5-Tages-Rhythmus. Problem ist die Präsenzphase. Sie haben 3 verschiedene Gruppen in der Präsenz. Enorme Anforderungen für den Lehrenden. Aber wie gesagt, ich bin gewählt, die zu tragen. Das ist Sinn der Lehre, dass wir diese Herausforderungen annehmen. Und die Studierenden zielgetreu mit ihrem Kursstand gerade bedienen. Das ist der Flock. Jetzt drehen wir mal an einer weiteren Variable, an der Variablen Hörsaal. Die Inhaltsvertiefung, die machen wir jetzt ohne Hörsaal. Die machen wir online.
Wir bieten Online-Kurse an, on-campus. Nicht Online-Kurse für die Welt, on-campus. Für wen? Für Studierende, die krank sind, die schwanger sind, die im Ausland sind, die von Stundenplankollisionen betroffen sind. Die dürfen die Kurse auch online durchführen. Sie werden aber bedient. Sie werden nicht allein gelassen, sie werden betreut. Sie sehen hier bei der Deputat eine Semesterwochenstunde, rechnen wir an. Und wir haben natürlich einen Betreuer. Die werden nicht einfach online gelassen und das war's, sondern sie werden mit Materialien versorgt, die sie unterstützen in den einzelnen Lerneinheiten. Das ist also ein betreuter Online-Kurs on Campus. Und damit haben die Studierenden wiederum den Vorteil, sie können die Regelstudienzeit einhalten, wenn sie es denn wollen. Jetzt drehen wir nochmal an den Parameter, also wir lassen es mal, den Hörsaal lassen wir mal weg, wir bleiben bei online und jetzt sehen Sie auf der rechten Seite nur noch Minus auftauchen und dann haben wir den Massive Open Online Course, den MOOC. Bieten wir auch seit anderthalb Jahren an, wir haben im Schnitt immer 800 Teilnehmer aus aller Welt in solchen Kursen, jetzt haben wir ein ganzes MOOC-Curriculum mittlerweile geschaffen, aus 6 verschiedenen MOOCs und da ist natürlich die Zielgruppe nicht mehr bekannt. Unten links sehen Sie da so ein geschweiftes Symbol. Wir wissen da gar nicht, wer da drin ist. Die MOOCs sind für alle da, für die Rentnerin aus Usbekistan, den Bauern aus Vietnam. Wir wissen es einfach nicht. Und diese MOOCs laufen natürlich nach wie vor mit einer Inhaltsvertiefungsphase. Und das ist das, was die MOOC-Anbieter weltweit alle vergessen haben in meinen Augen. Die haben da Videos hingestellt, haben den Chat draufgelegt, möglicherweise Multiple-Choice-Test, aber niemand hat an die Inhaltsvertiefungsphase gedacht. Die ist so wichtig, da Materialien bereitzustellen, mit denen man üben kann, mit denen man das alles durchdringen kann. Die MOOCs sind aber noch nicht das Ende der Möglichkeiten, denn unsere MOOCs, die wir jetzt seit Anfang Oktober anbieten, sind die PMOOCs, die Personalized MOOCs. Und jetzt geht es in den Bereich Individualisierung, wo wir sagen, und auch das war unsere Idee, unsere MOOCs haben überhaupt kein Ende mehr. Wir bieten die einmal an und lassen sie laufen. Lassen sie endgültig laufen und jeder Teilnehmer definiert sich sein Ende selbst. Jeder hat sein eigenes Lerntempo. Jeder sagt, wann ich fertig bin, ist mein Ding. Wenn einer untätig ist, kriegt er immer mal so eine automatische E-Mail. Die Betreuung ist nicht vorhanden. Ich schalte das mal kurz um. Hier haben wir jetzt, wir gucken, da ändert sich nur noch unten die Taktung. Sie sehen das Plus. Das ist alles, was sich jetzt ändert. Das sind die Permanent oder Personalized MOOCs. Wir haben seit 1. Oktober 3 laufen, mit insgesamt auch nur diese 800 Teilnehmer. Die sind da einfach drin. Ich weiß gar nicht, ob die da was machen. Wir betreuen die ja auch nicht mehr. Die laufen vollautomatisch. Alle Anweisungen sind per vorgefertigten Videos. Die E-Mails werden automatisch generiert, die Erinnerungsmails. Wir haben damit nichts mehr zu tun. Wir kümmern uns natürlich um die Inhalte. Aber die MOOCs laufen und die ersten Teilnehmer sind schon fertig. Sie haben den Eintagesrhythmus gewählt. Bitte sehr. Können Sie machen, aber da geht es vom 1- bis 14-Tagesrhythmus. Wir haben uns gesagt, naja, so wenn einer mal ein Jahr lang untätig ist, dann erlauben wir uns mal, ihn zu erinnern, willst du nicht, mit automatischen Mails. Das sind die Kursformate, die aus der Digitalisierung entstehen. Und nun ist nur noch die Frage, die jetzt entsteht, welche Mehrwerte haben wir dadurch? Sie sehen hier so die Mehrwerte, die allgemein immer genannt werden, wenn es um Digitalisierung geht. Wir können viele Probleme der Lehre lösen, die Alltagswirklichkeit. Martin Lindner hat das Buch von Dräger und Müller-Eiselt erwähnt. Da geht es ja sehr viel darum, dass wir der Alltagswirklichkeit entgegenkommen, dass man eben mit dem Smartphone unterwegs ist. Der Inhalt, viele sagen, diese digitalen, multimedialen Inhalte sind natürlich den klassischen überlegen. Ich habe da eine andere Meinung, aber und dann gibt es auch wirklich 2 Mehrwerte und auf die möchte ich jetzt noch mal ganz kurz eingehen, nämlich Studierbarkeit und die Präsenzlehre. Die Frage ist nur, Mehrwerte für wen? Wir haben, glaube ich, jahrelang die Mehrwertdebatte völlig falsch geführt. Wir haben sie immer geführt bei Tagungen, wo nur Digitalisierungsmenschen da waren. Und dem war natürlich alles klar, da musste man gar nicht sagen, dass das gut ist. Wir haben gesagt, natürlich ist das klar, multimedialer Inhalt ist doch toll. Aber wenn Sie einem Studierenden sagen, fahr mal mit der Maus über diesen Gegenstand, damit du überhaupt siehst, welche Dinge da dran sind, dann sagt er, gib mir doch gleich eine Grafik, wo das dran steht. Ist doch viel einfacher. Also empfindet man sogar Multimedia als mehr Arbeit und nicht als mehr Wert.
Schauen wir uns das mal an. Für die Politik, ich meine, wir haben ja eine Politikerin hier, würde ich mal sagen, was ist der Mehrwert für die Politik der Digitalisierung? Meiner Ansicht nach, außer Prestige, gewinnen eigentlich nichts. Sie können nur sagen, wir stehen im internationalen Vergleich ganz gut da oder die Länder im Bundesvergleich. Aber ansonsten haben die doch nur Minderwerte, sie müssen investieren. Ich sehe keinen anderen Mehrwert, außer Prestige. Zu sagen, okay, wir verbessern uns von Platz 27 auf 23. Schauen wir mal an, die Hochschulen. Die haben wirklich einen Mehrwert, ist Skalierbarkeit. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff kennen. Das ist der Begriff, der besagt, wenn also die Anzahl der Sitzplätze in einem Hörsaal die Anzahl der Teilnehmer unterschreitet, dann haben Sie ein Problem. Wo bringen Sie die unter? Da gab es absurde Lösungen. Die Uni Kassel hat Kinosäle angemietet gegen viel Geld. Dann wurden Kirchensäle angemietet. Teure Ausrüstung wurde beschafft, um den Inhalt einer Vorlesung in einen Nachbarsaal zu übertragen. Ja, mit Digitalisierung schauen sich das 2-in-1-Konzept an. Da haben Sie die Lösung. Sie müssen überhaupt nichts machen. Digitalisierte Inhalte und dann vielleicht eine reduzierte Präsenzphase, wo die Teilnehmer von A bis L, die kommen in der einen Woche und von L bis Z in der anderen und dann wechseln sie wieder. Das ist nur Anforderung für den Lehrenden. Aber die Lösung ist doch, kostet keinen Pfennig, sie kostet auch keine Lehraufträge, ist leicht lösbar. Inhaltliche Quantitätsgarantien. Die digitalen Szenarien kennen ja keine Feiertage. Es gibt keinen frohen Leichnam, keine Himmelfahrt. Die Studierenden mögen sagen, naja, so ein Mist, dann haben wir überhaupt nicht mehr frei. Man hat ja immer auch gerne eine Freistunde. Jetzt laufen die digitalen Inhalte durch. Wenn ich sage, ihr habt 15 Lerneinheiten, dann habt ihr auch 15. Die hören nicht auf. Die Außenwirkung, gut, das müssen die Hochschulen entscheiden, ob sie damit nach außen wirken wollen. Müssen sie selber sehen. Finanzierungsmodelle will ich mal nicht zusagen. Und jetzt die Minderwerte. Die Hochschulen müssen sich zur Lehre bekennen. Sie müssen sagen, dass Lehre auch etwas bedeutet. Dass Hochschullehrer nicht nur durch Forschung nach vorn kommen, sondern auch durch Lehre. Und das ist so ein gigantischer Schritt. Sie können das gerne mal überprüfen, welche Hochschulen überhaupt einen Link auf der Homepage haben, wo drauf steht Lehre. Sie reden immer von Forschung und Lehre, aber es gibt diesen Link gar nicht. Studium gibt es, aber nicht Lehre. Neubauten hatte ich erwähnt, Investitionen sind natürlich, müssen irgendwo Anreize geschaffen werden, sonst funktioniert das nicht. Und die Konkurrenz von außen, die wird immer größer, das sind gefühlte Minderwerte. Die Lehrenden, Mehrwerte, alles was hier steht, können Sie auch als Minderwert interpretieren. Weniger inhaltliche Redundanz. Wenn Sie einem Lehrenden sagen, warum erklärst du eigentlich immer wieder in Medizin zum Beispiel die Koronargefäße im Herz? Warum stellst du dich dahin und erklärst das? Ja aus, ja ein. Das können wir doch digital machen. Dann sagt er, ach, das ist doch ganz schön, da habe ich doch Zeit, dann gewinne ich Zeit und muss nichts anderes machen. Das heißt, Sie interpretieren ihn das sofort als Minderwert. Wir können für Lehrende eigentlich die höhere Lehrzufriedenheit auch nur dann ja interpretieren, wenn wir schon digitalisiert haben. Aber erstmal muss digitalisiert werden und das ist so ein gigantischer Aufwand. Was vielleicht ist, und das bestätigen meine Kollegen, mit denen ich bin ja auch einen sehr großen YouTube-Kanal, der zweitgrößte in ganz Deutschland, The Virtual Linguistics Campus, die externe Wertschätzung, die ist so enorm. Und die bringt uns so viel Zufriedenheit über diese YouTube-Kanäle, das ist nicht zu unterschätzen. Sonst werden Sie ja nie gelobt für Ihre Lehre. Es kommt ja keiner auf den Gang entlang und sagt, Handgemensch, toll gelehrt. Sagt ja keiner. Die schweigend läuft man aneinander vorbei, hinter verschlossenen Türen, völlig intransparent. Und jetzt kriegt man da auf YouTube einen Kommentar aus Korea, wo jemand sagt, endlich habe ich mal die Prüfung bestanden, dank Ihres Videos. Das kriegen Sie sonst nicht. Die Minderwerte sind klar, der hohe Aufwand, Medienkompetenz, Schulungsbedarf, das muss ich Ihnen gar nicht nennen. Die Transparenz der Lehre, die wir eigentlich als Vorteil sehen, ist natürlich ein Nachteil für viele, weil sie sich outen müssen und man sieht, wie schlecht diese Menschen unterrichten. Kontrollverlust, diverse Ängste. Herr Mihailovic, wir dürfen das sagen mittlerweile. Es wurde vor 2 Jahren bei der Tagung Books and Beyond gesagt, 50% der deutschen Hochschullehrer sind für die Lehre nicht geeignet. Das wurde gesagt, ohne dass es Widerspruch. Und da saßen ganz viele Hochschulpräsidien auch dort. Und dann gibt es diverse Ängste, zum Beispiel von der Arbeitslosigkeit. Mir wird seit 20 Jahren vorgeworfen, ich würde ja Professorenstellen durch Computer ersetzen. Ist bis heute nicht geschehen. Im Gegenteil, es sind mehr Stellen gekommen. Also das sind aber diese Ängste, die reinkommen.
Ich hoffe, wir haben ein paar Studierende hier. Wir haben die Studierbarkeit ist wirklich ein Mehrwert. Ich glaube, wenn Sie diese Flock 2 in 1 und diese Geschichten sehen, Online-Kurse on Campus, da haben Sie einen echten Mehrwert, den Sie sonst nicht bekommen. Das muss man, glaube ich, anerkennen. Ob diese In-Class-Betreuung unbedingt auch ein Mehrwert ist, manchmal ist es sogar ein Minderwert, und ich höre von Studierenden, jetzt lassen Sie mich mal zufrieden. Das nervt ja, der kommt dauernd her und kontrolliert hier und gehen Sie doch mal wieder nach oben und halten mal einen Frontalvortrag. Also kann auch umgedreht werden. Die Zusatzangebote, die wir generieren, sind zwar in den Studienordnungen auch sichtbar, aber ob Studierende das unbedingt gut finden, weiß ich nicht. Studierende haben einen hohen Minderwert, nicht höheren Aufwand bei der Erarbeitung der Materialien, und dann, ich habe vorhin schon mit Martin Lindner besprochen, die Selbstdisziplin, die Lerndisziplin, die müssen Sie neu erlernen. Ganz wichtig. Man muss sich selber takten, man muss sich Rhythmen geben, sonst kommt man nicht klar. Die nervige Betreuung hatte ich genannt. Übrigens auch die Transparenz ist so ein Problem. Wir hatten eine Situation bei einer Prüfung, da sagte ich der Kollegin, also was die Dame da vorhin zu der Frage so und so gesagt hat, hätte die das nicht wissen müssen. Da sagte die mir, ich weiß ja gar nicht, ob die das gehabt hat in ihrem Studium. So, wenn alles transparent ist, können wir denen nachweisen. Hättest du wissen müssen, drittes Semester Kurse und so. Finden die Studierenden gar nicht so toll. Ja, was ist zu tun? Und nun habe ich mir mal erlaubt, weil wir vielleicht auch politisch so ein bisschen hier unterwegs sind, das Linke können Sie mal ignorieren. Wir haben ja jemanden aus dem Bundestag hier, also wir brauchen OER-Materialien. Ich weiß, dass Martin Lindner das auch sehr stark und massiv vertritt. Nur die fallen ja nicht vom Himmel. Die müssen erzeugt werden, ob das Videos sind, multimediale Elemente. Gut. Lehrdeputate. Man muss sich mal überlegen, wie rechnet man das eigentlich an, wenn sich Leute so stark engagieren, und oder wie rechnet man einen Online-Kurs ab? 2 in 1, das ist natürlich ein Konzept, das ist anstrengend. Gut, Lehrpreise, ganz wichtig, war gestern bei der Technischen Universität München, die haben intern Lehrpreise vergeben, ganz tolle Sache, die Lernenden, die Lehrenden an den eigenen Hochschulen nach vorne bringen dadurch. Gezielte Mittelvergabe vielleicht für Digitalisierungsprojekte, wo man sagt, nein, wir geben das nicht so an die Hochschulen, sondern wir sagen, das ist für Digitalisierung. Die rechtlichen Rahmenbedingungen haben wir schon genannt, das ist ein Riesenproblem. Und dann für mich eigentlich so der wichtigste Punkt überhaupt, Förderung des Mittelbaus. Ich habe neulich vor nur Professoren geredet, habe mal gefragt, wer von Ihnen hat eigentlich schon mal eine Zeile HTML, JavaScript, PHP, MySQL getippt? Die wussten gar nicht, was das ist. Da sehen Sie, wer das macht, die Digitalisierung. Das machen, der Mittelbau macht es und die studentischen Hilfskräfte, die man dafür einsetzt, und auch die Studierenden, die man einfach so engagiert. Und der Mittelbau, ich habe 7 wissenschaftliche Mitarbeiter, alle sitzen auf halben Stellen, alle sitzen auf querfinanzierten Drittmittelstellen, die kurzfristig sind. Meinen Besten muss ich entlassen, weil er vom Zeitvertragsgesetz betroffen ist. Kann ich ab Januar nicht mehr beschäftigen. Ich hoffe, es findet sich noch irgendeine Lösung, aber es geht einfach nicht. Und wir kriegen keine Mittel für die Lehre, wir müssen aus der Forschung abzweigen, und es sind alles kurzfristige Stellen. Und gerade in dem Bereich bräuchte man doch viel mehr Nachhaltigkeit als jemanden, der nur Fotokopien in der Bibliothek zu erledigen hat, als Studentenschutzkraft oder Mitarbeiter. Qualitätspakt Lehre, der sollte eigentlich verfestigt werden, verstetigt werden, wird er ja wohl auch. Na gut, und dann Hochschulbau, Wertschätzung, Lehre. Generell ist es so. Nur als Beispiel, gestern hat bei uns in der lokalen Presse wurde jemand erwähnt, der hatte einen Forschungspreis gewonnen, 5.000 Euro irgendwo. Ein Riesenartikel in der Presse. Als ich den Preis gewonnen hatte für die Lehre, 50.000 Euro, ganz klein in der Presse. Das heißt, Lehre ist überhaupt nichts wert. Auch für die Medien nicht, für die Öffentlichkeit. Wir müssen uns dahin bringen, dass die Lehre mehr wert geschätzt wird. Lassen Sie mich mit 3 Zitaten enden. Eine auf Englisch. Warum machen wir das eigentlich? Warum das Ganze steht oben drüber? Eine Zitat: The whole objective is to raise the teacher to a higher level. Also wir wollen, dass die Präsenzlehre quasi durch den Lehrer in neue Höhen getrieben wird. Sehr schön das Zitat unten: If we teach today's students as we taught yesterday's, we rob them of tomorrow. Also wir müssen aus diesem Gestern raus. Und dann ein Zitat auf Deutsch: Die größte Herausforderung für die Universitäten ist die Kommunikationsrevolution, so wurde das damals genannt, also IT.
Wenn Sie sich auf diese nicht rechtzeitig einstellen, verlieren Sie den Anschluss. Und wenn ich Ihnen jetzt zeige, von wann die Zitate sind, dann wissen Sie, wie wenig erreicht wurde. Rechtslos Peter Glotz, ehemaliger Bildungspolitiker, der auch mal was gesagt hat. Ich zeige Ihnen gleich das Buch. Im Kern verrottet heißt es, sind das Stand. Und die anderen aus den 50er und 40er Jahren. Das zeigt sehr deutlich, wie wenig wir eigentlich gemacht haben und wie wir das alles haben laufen lassen. Hier die Bücher. Links sehen Sie das von Peter Glotz. Leider lebt er nicht mehr. Im Kern verrottet. Und er hat in diesem Buch, wenn Sie das lesen, es steht eigentlich nichts anderes drin als rechts in Müller, Eisel und Dräger. Er hat das alles schon gesagt. Er hat gesagt, wenn die Hochschulen das nicht machen, verlieren sie den Anschluss. Und hat gesagt, warum müssen sich 700 Studierende eine Vorlesung in einen Hörsaal quetschen, bei Wind und Wetter dahin fahren, wenn sie eine langweilige PowerPoint-Präsentation geboten bekommen. Das hat er 1996 gesagt und die Situation ist eigentlich immer noch so. Die Bücher haben wir, nehme ich so als Grundlage, zwei davon habe ich selbst geschrieben. Die digitale Bildungsrevolution, Martin Lindner hat ihm auf Twitter geschrieben, direkt hinterher, er sei enttäuscht, dass er es gelesen hat. Ich wollte erst den Knopf drücken und gesagt, ich auch. Aber dann dachte ich mir, für die Leute, die das ja nicht kennen, für die ist es ein wichtiges Buch, denke ich. Das ist eine sehr einseitige Darstellung. Ja, aber es gibt ja viele, die wissen gar nicht, was so möglich ist in der Welt. Und das ist eine sehr schöne Auflistung dessen, was an verschiedenen Orten in der Welt gemacht wird. In diesem Sinne danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und bin bereit für Fragen.